Diesen Bericht präsentiert euch Speckpumpen, die Hochleistungswasserpumpe, der Garant für deinen Druck in deiner Wasserleitung. Speckpumpen. MotorTV 22, wir möchten euch recht herzlich begrüßen. Das neue Dacia und Motorsport, das klingt ungewöhnlich, hat aber durchaus Tradition. Im nächsten Jahr plant Dacia seine erste Dakar-Teilnahme. Das Dacia Sunrise Team hat seine erste Testphase im Rahmen der laufenden Vorbereitung für die kommenden Rallye Dakar abgeschlossen. Dacia steigt mit der Teilnahme an der ultimativen motorsportlichen Herausforderung im Jahr 2025 in den professionellen Motorsport ein. Nach einem Systemcheck in Großbritannien verbrachten die Dacia Sunriders 4 Tage auf dem Sweet Lamp Testgelände in Wales, Großbritannien. Anschließend begab sich das Team nach Château de la Tours in Frankreich für weitere 4 Tage intensiver Test. 27. bis 31. Mai, wo die 3 Besatzungen die Gelegenheit hatten, dem mit BF Goodrich Reifen ausgestatteten Sunrider auf einem felsigen und anspruchsvollen Gelände zu testen. Christina Gutierrez saß 2 Tage lang in Wales am Steuer des Sunrise, bevor Sebastian Loeb, der 9-fache Rallye-Weltmeister, die Tests und Entwicklungsaufgaben übernahm. Der mehrfache Dakar-Sieger Nasser Al-Attiyah hatte in Château de la Tours 2 Tage lang die Möglichkeit, die Performance des Sunriders auf Herz und Nieren zu testen. Sebastian kehrte für 1,5 Tage ins Cockpit zurück, während Christina für den letzten Nachmittag zum Einsatz kam. Tiffany Isnard, die Teamchefin der Dacia Sunriders, bestätigt, dass die erste Testphase die Erwartungen übertroffen hat und Al-Attiyah, Gutierrez und Loeb sowie die Ingenieure und Techniker vor Ort nur wenige kleinere Herausforderungen zu lösen hatten. Vor dem nächsten umfassenden Test in Marokko am 28. Juni bis 5. Juli, bei dem der Sunrider auf ähnlichem Terrain wie bei der legendären Rallye Dakar, dem Eröffnungslauf der 4-Rallye-Weltmeisterschaft 2025 in Saudi-Arabien vom 3. bis 17. Januar 2025 geprüft wird, laufen nun umfangreiche Arbeiten. Nasser Al-Attiyah, der Test in Château de la Tours war für mich das erste Mal, dass ich in den Dacia Sunriser sprang und ihn testen konnte. Ich fand ihn einfach zu fahren. Zudem ist er schnell und stark. Wir haben am ersten Tag 270 Kilometer zurückgelegt und am zweiten Tag gleich noch einmal diese Distanz. Es gab keine Probleme und wir haben es genossen. Wir sind gut gerüstet für die nächsten Tests und ich kann es kaum erwarten, nach Marokko zu kommen. Philipp Dunavin, technischer Direktor. Wir haben nun eine Reihe von Tests durchgeführt, bevor wir in einigen Tagen nach Marokko zu unseren Tests in echter Rallye-Umgebung aufbrechen. Bisher ist alles erstaunlich reibungslos und ohne nennenswerte Probleme verlaufen. Wir haben es geschafft, alle grundlegenden Dinge beim Antrieb abzustimmen. Zudem konnten wir viel mehr Arbeit in der Aufhängungsabstimmung investieren, für Marokko vorzubereiten. Und wir freuen uns sehr darauf, unseren Dakar-Vorbereitungen dort in Kürze fortzusetzen. Es wird spannend. 3 Top-Piloten, Gutierrez, Al-Attiyah und Sebastian Loeb. Wir freuen uns auf die Dakar 2025 und es wird spannend. Ein neues Modell mit dem Dacia. Wer wird hier der Beste sein? Diesen Bericht präsentiert euch Speckpumpen,